Jeden Tag plagen Sie Gelenkschmerzen. Unabhängig davon, ob das jetzt von einer Autoimmunerkrankung kommt, wie rheumatoide Arthritis oder Psoriasis Arthritis oder Morbus Pelchdereff, oder ob wir es mit Gelenkschmerzen, die verschleißbedingt, hat man Ihnen gesagt, zu tun hat. Das sind Dinge, viele meiner Patienten haben das und mit vielen meiner Patienten haben eine gute natürliche Lösung gefunden, das in den Griff zu bekommen. Mein Name ist Dr. Christian Gersch, ich bin niedergelassener Arzt. Und ich habe mich darauf spezialisiert, nach der Ursache von Erkrankungen zu gucken. Und bei Gelenkschmerzen ist es ganz essentiell, dass man versteht, wie werden die ausgelöst. Denn wenn ich den Auslöser kenne, dann kann ich auch etwas dagegen tun. Ansonsten, wenn man jetzt nur symptomatische Sachen einsetzt, klar kann man natürlich mit Schmerzmitteln, mit Entzündungshemmern, vielleicht wenn es eine Autoimmunerkrankung ist, auch mit immunsuppressiven und modulierenden Medikamenten was machen, aber letztlich verwaltet man eine chronische Erkrankung. Und mir geht es darum, ich möchte Erkrankungen, wenn es geht, idealerweise heilen oder zumindest ins Stadium eine Remission bringen, das heißt in das Krankheitsstadium, wo ich keine bleibenden, ständigen Beschwerden habe. Und deswegen möchte ich Sie jetzt einladen, mein Wissen hier sich in meinem Kompaktkurs anzuschauen. Sie kriegen jeden Tag von mir eine E-Mail mit einem Video ähnlich wie mit diesem und zusätzlich mit ein bisschen Text, der drumherum erklärt, und ich würde mit Ihnen gerne durchgehen. Was eigentlich sind genau Gelenkschmerzen auf biologischer Ebene? Was löst es aus? Und was kann ich drumherum machen, um es einerseits zu kontrollieren, aber vor allen Dingen, wie kann ich die Ursachen angehen, das in den Griff zu bekommen? Dazu, um das zu erhalten, bitte hier einfach auf der Seite klicken, ja, ich möchte das, E-Mail-Adresse eingeben oder alternativ per Facebook einloggen und dann bekommen Sie diesen Kurs unverbindlich per E-Mail zugeschickt. Ich freue mich drauf, Sie dabei zu haben, deswegen bitte jetzt eintragen und dann sehen wir uns gleich in der ersten Kursinhalt. Tschüss!